So, hier habe ich noch einen kleinen Haul für euch. Zwar war ich noch in ein paar Geschäfte drin. Ich war im Kick, im Teddy, Zeemann, Woolworth. Da habe ich aber nichts gefunden. Ja, ich glaube, das war's. Ja, da habe ich ja vor kurzem bei der lieben Mimi Mampelsinchen habe ich auf einem Foto gesehen, dass sie so ganz schöne, tolle so Resinblumen gekauft hat von Zeman. Und da dachte ich mir, oh, die sind so schön, da muss ich mal nachschauen. Und ich habe sie, wie ihr hört, bekommen. Oh, die sind so schön. Tada! Ich habe natürlich ja von jedem Paket zwei mitgenommen. Die sind voll schön. Okay, jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen, dass 1 Euro, also 99 Cent, dafür zu teuer ist. Es ist auch wahrscheinlich, ich finde die trotzdem so schön. Und ich finde es toll, dass man sowas mal hier, ja, so in der Stadt bekommen kann. Durfte dann zweimal mit. Und einmal diese hier. Die waren auch noch da. Rot. Ja. Finde ich echt schön. Wenn da sehr wenig ja, drin ist. Ja, ich habe sie halt mal mitgenommen. Ja, durfte wie immer mit hier. Meine Rosenbänder. Da muss ich aber noch mal nachschauen gehen, weil ich da für jemanden für die Biene noch welche eigentlich besorgen wollte. Sie hatte da mal nachgefragt. Da muss ich dann noch mal schauen gehen, weil die hatten jetzt nur diese Rollen da. Und ich brauchte jetzt auch noch mal welche. Da werde ich aber noch mal immer wieder mal gucken gehen. Ja. Dann habe ich mal beim Video von der Cinnamon Owl gesehen, dass die bei Zehmann voll die süßen Sticker gekauft hat. Und da wollte ich auch mal noch schauen. Bin ich auch fündig geworden. Zwar hatte sie da so richtig süße Roboter-Sticker gehabt. Und zwar diese hier. Mit Wackelaugen. Ich weiß nicht, ich finde die echt total putzig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, irgendwie finde ich die cool. Weiß zwar noch nicht, wo ich die verwenden werde. Müsste man ja da mal so ein Thema mitmachen. Egal, Hauptsache da haben, ne? Ja, die sind sehr schön. Ich weiß nicht, ob sie auch die Sticker da hatte, die ich jetzt noch zeige, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich kann mich noch an diese Roboter erinnern. Ich habe da jetzt selber noch diese hier gefunden. Auch natürlich ja zweimal. Schaut euch das Teil mal hier an. Was ist das? Was ist das? Klar, es ist ein Monster, aber das sieht aus. Da ulkig. Richtig bekloppt, ey. Aber ja. Ist mal was anderes. Und dann gab es noch so Katzen. Auch zweimal. Auch wieder mit so Wackelaugen. Also hier, da und da. Die ist auch süß, wie die guckt. Ja. Huch, das geht hier schon auf. Ja, das sind diese Sticker. Da durfte noch dieser Bogen mit. Für 99 Cent wieder. Ist diesmal ein etwas anderer Bogen als diese anderen Blumen, die ich mal gezeigt habe. Dann noch diese hier. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts wirklich Neues in unserem Zeemann. So, das sind die Sachen, die ich von Zeemann gekauft habe. So, da habe ich ein paar Sachen im Teddy gekauft. Mal hier.
Diese Sticker hier. Die glitzern auch alle so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann. Das blendet ja mal sofort wegen der Softbox. Aber die glitzern auf jeden Fall. Genauso auch wie diese hier. Ja, ich brauchte einfach mal so ein bisschen so bunte Frühlingssachen. Sowas habe ich irgendwie noch nicht. Vielleicht auch doch, nur ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich diese Blöcke hier gekauft. Ich weiß nicht, ob die jetzt neu sind oder ob die älter sind. Ich habe keine Ahnung. Ja, zweimal diesen hier. Wie immer. Dieses schöne Motiv. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon mal irgendwie gesehen habe. Ich weiß es nicht. Mal das. Dieses. Oh, das ist wieder so unspektakulär, ne? Schwarz? Hey. Jo, ne? Auch sehr süß hier mit den Vögelchen. Die kann man, ja, kann man sehen. Und das. Keine Ahnung, ob das jetzt neu ist oder nicht. Ich weiß es nicht. So, dann habe ich diesen hier mitgenommen. Oh, jetzt werden gleich einige wahrscheinlich quieken, kreischen, keine Ahnung. Da sind nämlich kleine Mini-Einhörner drin. Ich habe mir den jetzt nur mitgenommen, weil ich mal so andere Farben brauche. Da. Ihr könnt jetzt kreischen. Also die so auf Einhörner stehen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Die sind ganz klein. Oh, ich muss mal hier den Hals strecken. Ja, kann man erkennen. Ja. Halt Einhörner, ne? Das. Hier mal so ein bisschen was Niedliches. Ja, ich mag immer zu verschiedenen Themen was dazu haben, immer vorsichtshalber. Schon echt so ein Zwang, ey. Den hauptsächlich wegen diesem Blatt geholt, wegen diesem so, weil diese Farben so, ja, wenn man sagen so, es ist jetzt nicht zu bunt oder so, aber es ist halt sehr hell angenehm irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Es ist halt anders wie bei diesem knallbunten Actionblock jetzt da, ne? Jo, gab es noch ein, zwei andere, die habe ich aber nicht mitgenommen. Ich wollte es nicht übertreiben. So, das waren die Sachen von Teddy. Dann war ich im Woolworth, aber da gab es nichts für mich. Dann war ich bei Cody. Da gab es zwar schöne Folia-Blöcke, so Papier, so schönes Papier von Folia, aber das war mir dann jetzt erstmal zu teuer. Deswegen habe ich mir da auch nichts mitgenommen. Jetzt habe ich ja noch Sachen von Kick hier. Da habe ich ein bisschen was gekauft. Einmal diese Klammern hier. Ich mag gerne diese kleinen Klammern. Diese vom Action, die sind mir ja manchmal ein bisschen zu riesig. Diese kleinen, die finde ich ganz süß. Hier so kleine Blätter oder sowas. Ja, kleine Blätterchen drauf. Ja. Dann Streudeko für Schüttelkarten. Keine Ahnung. Ist 1,99 € teuer dafür? Findet ihr das teuer? Ich meine, man hat ja dann diese Döschen, ne? Die behält man ja eigentlich. Ist, denke ich mal, dann nicht mehr so teuer, oder?
Ich weiß es nicht. Ich fand es jetzt okay. Und auch ja, schicke Farben drin. Nur kein Rot. Naja, egal. Fand ich trotzdem schön. Und die Döschen sind ganz niedlich. Dann nochmal Streudeko. Beziehungsweise Pailletten. Gab es diese hier bei uns? Und so. Und so kleine Tütchen immer hier so dran. Bastelperlen. Hä? Bastelperlen? Das sind Pailletten. Da habe ich geschrien, oh, rot, rot. Und direkt mitgenommen, rot. Ja. Mir fehlt so ein bisschen so verschiedene Farben von Pailletten. Deswegen habe ich die mitgenommen. Genauso auch wie diese hier. Das passt so schön zusammen irgendwie. Dann gab es noch einen Bogen. Den habe ich aber da gelassen, weil ich es, wie gesagt, nicht übertreiben wollte. Weil, ne, schaut mal. Das läppert sich ja auch dann immer alles. So, habe ich erstmal diese mitgenommen. So, und zu guter Letzt durften ja mal niedliche Sticker mit. Ich weiß noch nicht, wofür ich die verwenden werde, aber ich finde das so knuffig. Tue ich mal ein bisschen zur Seite. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie total süß. Mama, was für ein Kind macht oder so. Oder für ein großes Kind. Wir sind ja auch irgendwie noch so ein bisschen Kind manchmal, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Ich finde das gut so. Ich meine, die Welt ist schon ernst genug. Ich finde das echt niedlich. Also, ne? Nur diese... Ja, wisst ihr Bescheid? Ja, finde ich eigentlich ganz putzig. Immer so wie dieser Bogen. Da ist ein Clownbein. Da ist ein Clownbein. Finde ich voll gut. Ja, die Antiere sind auch niedlich, aber Clown. Und der sieht ja so ein bisschen leicht, vielleicht gruselig aus für ein paar Leute. Ich habe keine Ahnung. Das ist so süß. Guck mal hier, der Bär. Oh, da der Clown. So cool. Der Bär hier ist auch süß. Ja, ich finde die total knuffig, diese Sticker. Mal gucken, wie ich die verwenden werde. Die sind ganz schön dick. Für 1 Euro ist das doch okay. Ja, und die hier sind auch ganz niedlich. Da gab es noch so Sticker für Jungs, aber die haben mir jetzt nicht so dolle gefallen. Das ist so knuffig. Ja, ist gruselig, ne, wenn so jemand wie ich das sagt. Nein, ich find's echt total knuffig. Hi, Hasi. Ja, das war's. Das war mein Einkauf. Reicht ja auch, ne? Ich war im Action. Ich hatte nämlich zu Ostern einen Gutschein bekommen. Hab dann jetzt noch ein paar Tage gewartet, weil ich fahre ja jetzt immer so Mitte des Monats oder Ende des Monats so dahin. Ja, da habe ich dann mal meinen Gutschein mitgenommen. Ja, und den Rest hier habe ich mir dann selber gekauft. Jo. Die sind so süß. So dick. Ja. So, das war's. Ja. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht ein Craft-Update? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, schauen wir mal, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. So, ciao, ciao.